Also bei mir ist am Ende des Berges ein Wald. Ja, da laufen wir den Wald durch. Da unten am Fuß ist eine Straße. Oh, da ist ein Fluss. Auf Flusswasser darf man ja nicht trinken. Oh Gott, welche Richtung vom Berg bist du denn runtergelaufen, um Gottes Willen? Naja, bei den Felsen halt, ne? Ja, ich auch. Dann bist du wahrscheinlich die andere Seite runtergelaufen. Na, wir standen noch direkt nebeneinander, oder? Also ich habe keinen Fluss, ich bin direkt an einer Straße. Ich laufe einfach mal weiter, keine Ahnung, wo ich hier bin. Also wenn du schon am Fuß des Berges bist, dann bist du nicht bei einer Seite runtergelaufen, wo ich bin, denn da ist nämlich die Straße. Ne, okay, dann bin ich nicht da, wo du bist. Aber ich habe auch eine Straße da hinten. So 200-300 Meter von mir. Und wie gesagt, die haben halt diesen Knight Rider 2000 so in den Sand gesetzt. Klar, David Hasselhoff macht wieder mit. Der Darsteller von Devin Miles macht auch wieder mit, der den unsäglichsten, unsinnigsten, blödesten Filmtod überhaupt hat. Okay. Ganz komische Filmmusik, selbst in spannendsten Momenten ist die Musik so erlahmt und so ermüdend. Und ganz schrecklich, meiner Meinung nach. Ja, und Kit. Das Auto Kit wurde komplett demontiert. Einige Teile wurden verkauft. Andere Teile wurden halt in einen riesigen Container gestellt, der in einer riesigen Halle steht. Die Halle ist komplett leer, nur der Container steht da mit den Autoteilen. Und als Begründung dafür, warum man dieses Auto auseinandergebaut hat, wurde gesagt, damit man Kosten für diese Halle reinbekommt. Super. Aber in der Halle ist sonst gar nichts. Es ist schrecklich. So, ich bin auf der Straße, die du erwähnt hast. Tja, ich auch. Aber ich sehe dich nicht. Da bist du wahrscheinlich ganz woanders. Ich bin ziemlich weit weg vom Berg, so gefühlte Kilometer. Tja, da unten sehe ich dich stehen. Tja, also das war echt schrecklich. Aber als Schläferz mit den Kommentaren von Kalkhof und Rütten sehr toll anzusehen und sehr prima gemacht. Passend zur Adventsstaffel. Und jetzt kam diesen Freitag, oder letzten Freitag, kam Hentai Kamen. Es ist ein japanischer Film, das sagt natürlich gleich alles aus. Und zwar irgendein Typ, der sich, wenn er sich Damenunterwäsche über den Kopf zieht, in einen Superheld verwandelt. Das ist super. Das sieht so. Ich bin schon echt gespannt drauf. Den will ich mir in der Wiederholung mal anschauen. Und nächste Woche der Tele5 Homepage Online Service. Ah ja. Eine Woche lang. Cool. Ich hatte schon die Befürchtung, das machen sie nicht, weil sie es bei Knight Rider 2000 auch nicht gemacht haben. Aber habe ich echt mal Glück gehabt. Und nächste Woche kommt Jules Verne, Planet der Dinosaurier, glaube ich. Planet der Dinosaurier. So ein Uraltschinken, ich habe den Trailer gesehen. Oh, katastrophal. Könnte aber auch wieder lustig werden. Naja, auf jeden Fall Knight Rider. Daraufhin war ja auch diese Amazon Cyber Monday Woche und dann... Hast du dir gleich gekauft? Knight Rider 2000? Nein. Nee. Die Serie, die komplette Serie habe ich mir gut, die alle mit David Hasselhoff. Natürlich ist, nachdem ich sie ausgepackt habe, stand hinten drauf mit Knight Rider 2000. Dann, oh nein, verdammt. Ja, hast du wenigstens das Komplettpaket. Das Schöne ist, der Pilotfilm dieser Serie, der ist nicht auf Disc 1, der Staffel 1, sondern auf Disc 7. Aha. Ja. Und ich war dann schon ein bisschen erstaunt, als ich dann die erste DVD eingelegt habe und dachte mir, ja gut, Staffel 1, ja, fängt auch schon an, aber die kennen sich schon. Ich meine, das war damals ganz anders. Also habe ich mich bei Serienjunkies.de eingeloggt, habe die im Internet aufgerufen, habe Knight Rider eingegeben. Da gab es aber nur einen Aufruf für die Staffel, für diese Serie, die 2008 mal lief oder 2005. Da gab es nochmal so eine neu aufgelegte Knight Rider Serie mit Motorrädern und was weiß ich, einem fünfköpfigen Team. Hab das aber nicht gemerkt, weil da auch nur Knight Rider stand und dann liest man den ersten, also die Episoden-Guide durch mit der ersten Serie, mit der ersten Staffel. Und da haben die Namen überhaupt nicht mit der Beschreibung der DVDs übereingestimmt. Und ich war total irritiert. Nein, das kann doch gar nicht sein. Das ist wieder ein Fehldruck. Super, muss ich wieder alles zurückschicken. Bis ich dann gemerkt habe, Momentchen mal, das ist die falsche Serie. Aber Knight Rider, die Originalserie, habe ich dann da nicht gefunden. Schade. Gibt's bestimmt, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Egal, ich habe dann durch Zufall und durch Suchen dann den Pilotfilm gefunden auf Disc 7. Das ist sehr seltsam. Musst du Disc 7 einlegen, um die Pilotfilme zu schauen, dann machst du bis von 1 bis 7 weiter.
Weil auf Disc 7 ja noch eine andere Episode da drauf ist, die ja dann in der richtigen Reihenfolge ist. Da musst du nochmal Disc 8 einlegen, weil da noch eine Folge drauf ist. Ah. Na, ist ja bescheuert. Das ist total toll. Und ich dachte, aber wenn man... Flugzeug. Das war nur der Überlebende. Überlebende. Oh, ich muss was... Thirst, ich muss mal gerade eine Dose trinken. Ja, I really need to drink, sagt er mir schon. Ich muss mich beeilen. Ich habe hier noch eine Dose für dich. Na komm, lauf lieber. Wenn ich jetzt stehen bleibe, verdurste ich. So. Dann ist eine Stadt. Da muss es doch irgendwas geben. Er sagte, es ist eine Stadt. Du bist schon mittendrin in der Stadt. Nein, nein, hinten ganz viele Häuser. Das ist für mich eine Stadt. Das ist für mich so ein hier. Keine Ahnung. Hoffentlich gibt es so ein Ortsschild. Dann weiß ich, wo ich bin. Egal, aber da muss auf jeden Fall ein Brunnen sein. Also wenn das ist, wo ich hoffe, was es ist, dann gibt es da keinen Brunnen. Es wäre aber schlecht, wenn es da keinen Brunnen gibt. Aber dann weiß ich, wo ich bin und dann geht's weiter. Ja, und was ist, wenn du bis dahin irgendwo verdurstest? Nein, noch habe ich alle Farben. Also das dauert ein bisschen, bis ich verdurstet bin. Also ich muss gerade sagen, wir benutzen ja momentan neben, nicht TS, sondern, wie heißt das andere Programm? Discord. Deine Sprachqualität nimmt ab. Echt? Deine ist besser wie bei TeamSpeak. Deine nimmt echt ab. Teilweise. Ist leicht verzerrt, als wenn, klingt auch dann, als wenn du dich mal einen Meter zurückbewegt hättest. Aha. Das ist gerade... hier ist so eine Magnum. Willst du eine Magnum haben? Ich habe eine Magnum gefunden. Ich habe eine Dings. Was habe ich denn? Ich habe eine... FNX45. Okay. So, dann lass uns mal ein Ortsschild suchen. Ich suche ein Ortsschild. Ich durchsuche hier hinten nochmal ein paar Häuser, in der Hoffnung, hier noch was zu trinken zu finden. Ich glaube, die Sonne geht wirklich unter. So ein paar Dönerbuden. So eine Art Dorfplatz mit Dönerbuden. Warum gibt es hier keinen Brunnen? Ach, muss da ein Brunnen sein. Wie ich mich kenne, ist hier bestimmt irgendwo ein Brunnen und ich laufe zielgerichtet dran vorbei oder dreimal im Kreis und sehe nicht. Ah, ich glaube, wir sind schon an der großen Nordstraße. Dann ist das wirklich nur Varya Petrovka. Habe ich da trotzdem gerne ein Ortsschild, um es zu bestätigen? Ich habe eine Schule gefunden. Ja, wir waren schon mal während der Nachtfolge drin. Ja, da ist das Novaya Petrovka. Ich brauche trotzdem noch ein Ortsschild, sonst fühle ich mich nicht sicher. Also groß wie es ist, das kann nur das sein. Die scheiß Sonne blendet so dumm. Ach, schade, dass man nicht mal aus Flüssen trinken kann. Das wäre hilfreich, wenn das noch möglich wäre. Es ist möglich, aber es kann gut sein, dass du daran verreckst. Ja, ich will ja nicht dran verrecken. Wäre blöd. Verdammt, dieses Dorf hat keinen Ortsschild. Da muss hier irgendwo ein Brunnen sein. Bitte, 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 einfach nur ein beschissener Kackbrunnen. Also, wenn das das ist, was ich denke, was ist, müssen wir einfach nach Süden laufen. Dann ist am Waldrand ein Brunnen. Oh, Mist, meine Farben gehen weg. Ich sterbe von Dehydration, steht jetzt da. Wo bist du denn? Ich sehe jetzt meine letzte Dose. Hauptstraße entlang gerannt. Nach links, nach rechts? Ich habe keine Ahnung. Nach links, an der Polizeiwache vorbei und dann Hauptstraße links rum. Wo ist denn die Polizeiwache? Ich hab keinen blassen Schimmer, wo du bist. Na gut, dann renne ich jetzt Richtung Wald, wo ich hoffe, dass da ein Brunnen steht. Ah, hier ist eine Polizeiwache und dann links rum. Okay, dann in die Richtung. Gut. Scheiße, wo bin ich hier? Ich sehe dich aber auch nirgendwo rennen. Halt, stopp! Ja, ich stehe, warum? Ja. Da. Da, da.
Ah, da, danke. So, dann hoffe ich, dass ich mir was zu trinken finde, damit ich nicht verdurste. Das Spiel mit dem Wasser. Okay, dann lass uns einfach mal dort entlang rennen. Ich kann jetzt nicht so schnell rennen, sonst verdurste ich zu schnell. Ich renne halt, dann bring ich dir was mit. Ich suche jetzt lieber die Häuser durch und hoffe, dass er was zu trinken finde. Okay, ich habe so gut wie keine Farben mehr. Ich habe ja noch Pfirsiche, Dose Pfirsiche. Hoffentlich hilft mir das ein bisschen. Oh ja, das hilft sehr. Ess die. Mach ich gerade. Also ich habe 1, 2, 3, 4 Getränke, 4 Flaschen dabei, 4 Kantins, aber alle leer. Ich habe eine und die ist leer. Oh, gerettet vorerst. Durch Zufall, durch Pfirsiche gerettet. Wo zur Hölle bin ich hier? Auch schon der Polizei? Nein, ich war noch in keinem Gebäude. Scheiße, Mann, ich weiß echt nicht, wo ich hier bin. Ist doch nicht die Stadt, die ich dachte. Vielleicht unsere Polizeiwache mal so eine Dose findet, wäre auch schön. Armbrust. Hier muss doch mal irgendwo was sein. Okay, ich sterbe wieder an Dehydration. Wenn ich hier verrecke, finde ich meine Leiche nie, weil ich gar nicht weiß, wo ich bin. Tja. Vielleicht im Dönerstand? Ich hoffe, dass ich hier noch irgendwas finde. Sonst war es das wahrscheinlich. Ich bin jetzt fast komplett. Ich bin komplett schwarz-weiß. Oh. Oh, eine Dose Dünger. Eine Tüte. Ja, komm. Ich habe jetzt eine Tüte Dünger rein, genau. Wag es. Auf dass die Tomaten aus den Ohren wachsen. Die kann ich wenigstens essen. Tomaten ist ein Gewächshaus, aber da wächst glaube ich nichts. Ne? Man hat auch schon mal öfter besseres Trinken gefunden als heutzutage. Oder schneller, sagen wir es so. Es gab auch Zeiten, da hat man gar nichts gefunden. Tja. Das erinnert mich so gerade an die Zeiten. Zumindest was hier die überlebenswichtigen Nahrungs- und andere Mittel betrifft. Schrotflinte, ich könnte... Oh nein, ich bin auch schon thirsty. Ich könnte auch sein, dass ich hier gleich verrecke. Bald. Hier muss doch ein Kackbrunnen sein. Ich habe Dose Boden gefunden. Ich hoffe, das rettet mich. Ja, ich drücke dir die Daumen. Oh ja, jetzt bin ich wieder bei I really need to drink. Ich habe ein paar Minuten erkauft mit der Dose Bohnen. Was man mit Bohnen alles machen kann. Du redest dich mit Pfirsichen und ich mit einer Dose Bohnen. Tja, ich hätte jetzt gerne mal eine Dose Pfirsich. Oh, was ist das?
Mit Thunfisch, meinst du, es gibt mit Thunfisch auch? Oh klar, es sind Sardinen. Ist Wasser drin. Sardinen. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute hinaus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.